Schublaschen mich lahm. Die Mütze. Was ist mit der Mütze? Gar nichts. Entschuldigung. Moment, Moment. Trautschke! Ja, endlich. Wo steckst du denn? Ich hab mir gerade Utensilien für den Hausputz gekauft. Oh, Mann. Geht nicht rein. Was ist denn? Wir haben Toten. Merseburger Straße, Baufirma Lindner und Sohn. Jan und Maike sind auch schon auf dem Weg. Was mache ich jetzt mit dem Hausputz? Würde man sagen, am besten verschiebt sie. Ja, ich komme. Tote heißt Henning Lindner. Der Besitzer der Firma? Regionierchef. Wohnen hier alle zusammen. Tote mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, hey, und die Eltern. Wir sind bei der Vorführung Toten, ja? Und weiter? Na, ich schätze mal Raubmord. Wie es aussieht, hat er irgendwelche Typen beim Einbruch ins Firmenbüro überrascht. Zugeschlagen mit einer Flasche. Da sind noch die Scherben. Bis auf den Flaschenhals. Den muss er mitgenommen haben. Also keine Fingerabdrücke. So ist es. Wann war das Ganze? Vor 2 bis 3 Stunden. Na dann, vielen Dank. Was gibt's denn hier schon zu holen? Das habe ich mich auch gefragt. Büro sollen 1000 Euro fehlen. Wer sagt das? Mein Vater. Und wo ist der? Wir sehen ja, Troschko. Danke. Das sind die Eltern. Danke. Entschuldigung. Mein Name ist Troschko. Hauptkommissar Trautschke. Mein Beileid. Sie werden verstehen, dass ich einige Fragen an Sie habe. Er war unser einziger Sohn. Herr Lindner, Sie haben ausgesagt, dass Bargeld entwendet wurde. Aus meiner Schreibtischschublade. Und Sie haben Ihren Sohn gefunden? Nein, nein, ich. Ich habe ihn. Ich bin so gegen 7:30 vom Einkauf aus der Stadt gekommen. Irgendwie habe ich gespürt, dass da was nicht stimmt. Als ich da auf den Hof fuhr, ist ein Mann an mir vorbeigelaufen. Würden Sie ihn wiedererkennen? Ja, vielleicht. Er war nicht sehr groß, sein Gesicht. Ziemlich blass, wenig Haare. Fast die Glatze. Herr Lindner, Sie waren während der Tatzeit in der Wohnung. Haben Sie nichts bemerkt? Nein, ich habe Fernsehen geguckt. Verstehe. Ihr Sohn war doch verheiratet. Ja. Meine Schwiegertochter ist drüben bei den Kindern. Henning wollte noch mal kurz ins Büro, um zu telefonieren. Gegen 5, sagen Sie. Ihre Schwiegermutter hat ihn 7:30 gefunden. Das sind gut und gerne 2,5 Stunden. Mit 2 kleinen Kindern vergeht die Zeit schnell. Wissen Sie, mit wem er telefoniert hat? Nein, das weiß ich nicht. Ich nehme an, geschäftlich. Hat jemand Feinde? Feinde? Waren das nicht irgendwelche Einbrecher? Ja, wir müssen jetzt erstmal alles berücksichtigen, Frau Lindner. Gab es in Ihrer Ehe irgendwelche Probleme?
Entschuldigung, wir müssen sowas fragen. Nein. Wir haben eine glückliche Ehe geführt. Henning war ein guter Vater. Brauchen Sie mich noch? Nein. Nein, danke, Frau Lindner. Wir finden allein raus. Vielen Dank. Spusi mitgegeben. Das sind die Sachen, die der Tote bei sich hatte. Brieftasche, Schlüssel und Handy. Sonst noch irgendwelche Erkenntnisse? Nee, doch. Gerichtsmedizin meint, dass er ziemlich getankt hat, bevor er umgebracht wurde. 1,5 Promille, um genau zu sein. Ich habe auch noch was. Der Anschluss, mit dem er kurz vor seinem Tod telefoniert hat, war eine Hotelpension Viola. Viola? Klingt nicht gerade sehr geschäftlich. Hm. Hallo? Henning? Henning? Wo bleibst du? Wer spricht denn da? Hallo? 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 Aufgelegt. Eine Frau hat nach unserem Toten gefragt. Sonst nichts? Polnischer Akzent. Wenn die nach Henning gefragt hat, war es vielleicht eine Geliebte. Würde zum Ehebett passen. Zu was für einem Ehebett? Die schliefen nicht zusammen. Zumindest nicht in einem Bett. Also wenn das so ist, dann überprüft das. Gleich morgen früh. Jetzt ist Feierabend. Das wissen Sie, oder? Wieso? Die Tür war versiegelt. Haben Sie das nicht gesehen? Was suchen Sie? Ich suche nichts. Wirklich nicht. Darf ich? Eine Rechnung. Ausgestellt von der Hotelpension Viola. Warum wollten Sie die beseitigen? Das ist doch ein völlig unwichtiger Wisch. Das ist aber zufällig genau die Adresse, mit der Ihr Mann gestern kurz vor seinem Tod telefoniert hat. Henning hatte eine Geliebte. Eine Nutte aus Polen, die hier in Leipzig ihre Kasse aufbessert. Und mein Mann zahlte ihr das Hotel. Wie heißt diese Frau? Keine Ahnung. Sie wussten aber, dass Ihr Mann gestern mit ihr telefonieren wollte. Gesagt hat er es nicht. War ja auch schon betrunken, nachmittags um 5. Wer aus Ihren Kindern war zwischen 17 und 18 Uhr gestern bei Ihnen? Niemand. Sie glauben, ich habe meinen Mann getötet. Wir glauben überhaupt nichts. Wir würden nur gerne wissen, warum Sie die Hotelrechnung vernichten wollten. Weil ich möchte, dass meine Kinder ein gutes Andenken an ihren Vater behalten. Der Portier sagt, hier wohnt eine Dorota Komodowitz. Das bin ich. Kripo Leipzig. Polizei? Ich bin
bin legal in Leipzig, Touristin. Kennen Sie einen Henning Lindner? Lindner? Nein, ich weiß nicht. Deutsche Namen sind schwer für mich. Kann es sein, dass Sie in einer Liebesbeziehung zu ihm stehen? Und wenn? Ich hoffe, Liebe ist in Deutschland noch nicht verboten. Seit wann kennen Sie Henning Lindner? Ein bisschen viel Fragen auf einmal, Herr Polizist. Warum wollen Sie das alles wissen? Henning Lindner wurde gestern Nachmittag ermordet. Deswegen will ich das wissen. Ermordet? Gestern wann? Zwischen 17 und 18 Uhr. Wo waren Sie um diese Zeit? In der Kirche. In der Kirche? Ich habe gebetet. Wenn Sie etwas wissen, müssen Sie uns das sagen. Denken Sie nach. Nein, ich weiß nichts. Nichts. Gut, wie Sie meinen. Danke, Frau Gomrowitz. Wiedersehen. Toten gesagt, wie der Typ ausgesehen hat, der vom Gelände der Firma lief? Wenig Haare, fast eine Glatze. Guten Tag, mein Name ist Maybach, Kripo Leipzig. Das ist mein Kollege Schwarz. Ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie. Kennen Sie die Firma Lindner und Sohn? Nie gehört. Es war komisch, weil Sie nämlich gestern auf dem Firmengelände gesehen wurden. Kann nicht sein. Ich war hier. War den ganzen Tag nicht raus. Wer denn die junge Dame kennen? Welche Dame? Wer Sie so nett geplaudert haben. Ach, die alte Bekannte aus Bolling. War mal bloß der Liebe. Will einfach nicht kapieren, dass alles vorbei. Herr Cibulski, Sie kommen bitte mit aufs Präsidium. Warum? Das erzählen wir Ihnen dann. Die Schuhe können Sie wechseln, aber lassen Sie die Tür auch von wegen aus dem Fenster und so. Ich rufe eine Streife. Streife? Wozu? Ich komme nicht mit, ich fahre zur Pension und hole die Polin dazu. Ich kenne keine Firma Lindner. Ich weiß nicht einmal, wo die ist. Das ist er. Sind Sie sicher? Herr Cibulski, da steht ein Zeuge, der Sie gestern auf dem Gelände der Firma Lindner gesehen hat. Wenn mich jemand gesehen hat, verwechselt er mich oder er lügt. Was soll ich da gemacht haben? Geld. Es geht um Geld. Sie sind nicht nur der Zuhälter von Frau Gombrowitz, Sie sind auch sonst Komplizen. Das sind doch alles nur Behauptungen. So. Das werden wir ja sehen. Na, was ist jetzt? Sie bleiben sitzen!
Sie schon wieder. Ich muss Sie bitten, mit aufs Präsidium zu kommen. Plötzlich so höflich? Es wird auch nicht lange dauern. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Was haben Sie denn bei Ihrem polnischen Landsmann gewollt? Bei Janek? Janek Cybulski, ganz genau. Janek Cybulski? Was wollen Sie denn von Janek Cybulski? Also gut, wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Schießerei am Lindenau-Markt. Ich brauche Unterstützung und Notarzt, aber ganz schnell. Hasso, hör auf zu bellen und zu heulen. Räuchen kann das nicht mehr aushalten. So, friss jetzt. Ist gut, ja? Sind Sie überhaupt hier gemeldet? Wozu? Ich bin Tourist. Wovon lebt man so als Tourist? Ich helfe den Leuten. Putze, tapeziere. Ich bin Pole. Davon kann ich meine alte Mutter in Polen ernähren. Das ist nicht verboten. Hajo, kommst du mal? Was ist denn? Auf die Pole ist ein Anschlag verübt worden. Ich Ihnen nicht helfen. Sie haben nichts zu befürchten, wir passen auf Sie auf. Okay. Überlegen Sie es sich. Ich komme später nochmal wieder. Ich weiß, was Sie von mir denken. Aber es ist nicht wahr. Ich bin keine Prostituierte. Meine Handtasche. Bitte. Machen Sie auf. Da ist ein Foto. Marius, mein Mann. Ihr Mann? Vor einem LKW der Firma Lindner und Sohn. Ihr Mann arbeitet da? Ja, nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, mein Mann ist hier. Geld verdienen. In Leipzig. Schon ein Jahr. Er hat mich fast jeden Tag in Polen angerufen. Bis vor einem Monat. Seitdem er ist verschwunden. Das heißt, Sie sind hier, um Ihren Mann zu suchen? Seit 2 Wochen. Und Cybulski? Cybulski ist alter Freund von meinem Mann. Und wie sagt man? Vermittler für Arbeit. Alles klar. Aber er kann mir nicht sagen, wo Marius ist. Deshalb, ich bin dorthin gegangen. Firma Lindner. Leider, alte Chef und junge Chef konnten mir nicht sagen, von meinem Mann. Aber Henning, junger Chef, wollte mir helfen, wollte unbedingt Hotel bezahlen, bis ich meinen Mann gefunden habe.
Und das Märchen glaubst du? Zahlt einer wildfremden Frau das Hotel? Sie hat sich ja selber darüber gewundert. Er hat keinerlei Gegenleistung erwartet. Und sie war auch nicht seine Geliebte. Na, das sagt man seiner Frau. Aber warum hat sie euch glauben lassen, dass sie eine Prostituierte ist? Um ihren Mann zu schützen. Der arbeitete schließlich illegal. Und warum hat Helen Lindner sie kurz vor seinem Tod angerufen? Er wollte sich mit ihr treffen, um ihr was Wichtiges zu sagen. Er hat gesagt, er weiß jetzt, wo ihr Mann steckt. Vielleicht wurde er deswegen getötet. Jemand wollte nicht, dass sie weiß, wo ihr Mann ist. Ja. Und wer hat auf sie geschossen? Na, der Pode kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Der sitzt hier bei uns. Ja, wenn es wirklich stimmt, dass er illegale Arbeitskräfte vermittelt, dann kann er auch was mit der Firma Lindner zu tun gehabt haben. Wer behauptet das? Die Kollegen von Zoll- und Gewerbeamt. Sie wissen doch selber, dass Sie da ein alter Bekannter sind. Die können mir nichts beweisen. Aber wir haben einen Zeugen, können beweisen, dass sie illegale Arbeitskräfte vermitteln. Unter anderem an die Firma Lindner. Na gut. Manchmal habe ich der Firma einen Gefallen getan. Ich habe ein paar Männer zur Aushilfe besorgt. Und warum waren Sie denn zur Tatzeit auf dem Hof? Henning und ich waren verabredet. Kleiner Auftrag. Aber als ich kam, war er tot. Ich bin weggelaufen. Und das sollen wir Ihnen glauben? Das ist die Wahrheit. Na gut. Lassen wir das für eine Weile. Ich nehme an, dass Sie den Mann Ihrer polnischen Bekannten an diese Firma vermittelt haben, richtig? Dem Mariusz? Ja, warum? Wir würden gerne wissen, wo der ist. Was weiß ich? Bin ich sein Kindermädchen? Ich weiß nur, er ist sehr... Sehr was? Eifersüchtig. Was wollen Sie damit andeuten? Dorota ist eine schöne Frau. Lindner Junior hat sich sehr um sie gekümmert. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Muss Hasso denn immer noch angekettet sein? Solange die Hündin drüben noch heiß ist, ja. Will keinen Ärger mit der Nachbarschaft. Noch was? Ja. Ich hab da was in deinem Schrank gefunden. Gefunden? War es gefunden? Es tut mir leid, dass wir stören. Aber... Haben Sie den Mörder? Nein. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass der Tod Ihres Sohnes möglicherweise mit dem Verschwinden einer anderen Person in Zusammenhang steht. Mit wem denn? Die Person heißt Mariusz Gomrowicz. Kennen Sie den Mann? Nein, aber ich kenne das Foto. Da war doch diese Polin. Die hat ihren Mann gesucht. Aber wir konnten ihr nicht weiterhelfen. Hat sie Ihnen das nicht gesagt? Doch. Aber das Komische ist nur, dass der Mann vor einem LKW Ihrer Firma steht. Na, unsere Laster stehen immer mal irgendwo in der Stadt rum. Ja, Sie sollen diesen Mann aber illegal beschäftigt haben. Also das sicher nicht. Wir beschäftigen keine Illegalen. Was sollen diese Fragen? Ja, na gut, dann. Danke. Ach, Herr Lindner, ich habe doch noch eine Frage. Und zwar, wieso bezahlte Ihr Sohn eigentlich die Hotelrechnung von der Frau von diesen Polen? Och, diese Sache. Naja, das ist... Eine attraktive Dame hat dem Henning den Kopf verdreht. Henning war mit seiner Ehe im verflixten siebten Jahr. Naja, und so weiter, Sie verstehen. Verstehe. Kann ich das Foto noch mal sehen? Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Nein. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja.
mehr zu sagen. Er ist ein Pole. Ich will nur wissen, ob du ihn schon mal gesehen hast. Und ich von ihm manchmal. Ich habe das Gefühl, der Lindner will uns verarschen. Wir beschäftigen keine Illegalen. Klar, weißt du, was er riskiert, wenn er zugibt, dass er illegale Arbeiter beschäftigt? Ja, 500.000 Euro Strafe. Oder Gefängnis. Maybach? Sag mal, hörst du das? Miguel, was gibt's? Jan, gib mir mal das Foto. Aha. Eine Razzia. Okay, alles klar, bis später. Du hattest recht. Der Mann von der Polen hat bis vor einem Monat auf einer Baustelle der Lindners gearbeitet. Eindeutig illegal. Und dann gab's eine Razzia. Und seitdem ist er verschwunden. Genau. Willst du das winseln? Ja. Komm. Im verflixten 7. Jahr und so weiter und so weiter. Sie verstehen? Das ist doch alles gar nicht wahr. Wirklich nicht? Bist du da sicher? Henning ist kein geiler Bock. Ja, ich weiß, natürlich nicht. Entschuldige. Was wolltest du vorhin? Nichts. So, du wolltest mir noch irgendwas zeigen. Dieses Gebell macht mich noch ganz krank. Ganz ruhig, ganz ruhig. Zeig mir hier das Bild. Das ist er. Und jetzt? Kein Scheiß. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du kannst gleich weg. Gleich kannst du raus. Ganz ruhig. Mach dich jetzt los. Gleich kannst du raus. Du bist dein Lieber. Und ganz ruhig. Also spielen will der nicht. Der sucht irgendwas. Trautschke, ich brauche dringend ein paar Beamte mit Spitzhackeln und Schaufeln. Haben Sie meinen Mann gefunden?
Er hat so viele Knochenbrüche und Quetschungen, dass man sie gar nicht zählen kann. Und das heißt? Er muss aus großer Höhe gestürzt sein. Vom Baugerüst? Möglich. Sie fragen mich, wie der da oben auf unser Grundstück kommt. So ist es. Der da oben, der liegt immerhin schon über einen Monat. Tut mir leid, keine Ahnung. Muss hinter unserem Rücken passiert sein. Aber was? Ja? Wer hat denn den Hund da angekettet? Ich? Wegen der Nachbarhündin. Wo seid ihr jetzt? Alles klar, alles gleich. Ajo, kommst du mal? Was ist denn? Ja, der Cibulski. Cibulski? Was ist mit Cibulski? Sie nach Polen absetzen. Fliehen? Ich wollte nur kurz nach Hause. Mit 250 Sachen, ja? Schicken Sie meinen Strafzettel. Warum sollte ich fliehen? Weil Sie mitgekriegt haben, dass die Leiche Ihres Landsmannes gefunden wurde. Marius ist dort? Haben Sie ihn vom Gerüst gestoßen? Ich? Jetzt hören Sie mal zu. Wir haben jede Menge Fingerabdrücke auf der Leiche gefunden. Und Ihre sind dabei. Vom Gerüst gestoßen? Niemand hat ihn vom Gerüst gestoßen. Es war ein Unfall. Ja, verdammt nochmal. Wegen dieser Razzia. Plötzlich waren überall Bullen. Und die vom Zoll. Marius wolle fliehen. Und dabei ist er vom Gerüst gestürzt. Und warum hat es keiner gemeldet? Damit es keinen Ärger gibt. Wir dachten, tot ist tot. Niemand wird ihn vermissen. Keiner hat ihn gesehen. Auch keiner von den Zollbeamten. Wir haben etwas über ihn geworfen. Eine Plane. Wer ist wir? Alter Chef Son und ich. Und dann? Als es später war, haben wir ihn geholt und zur Firma gebracht. Und verscharrt. Aber błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Was macht die da? Was soll die Show? Kannst du mir erklären, was die da macht? Sie weiht die Erde. Ja, der werde ich Beine machen. Nur wie du bleibst! Wir werden jetzt miteinander reden. Reden? Worüber reden? Ist das die Mütze des toten Polen? Ja. Ich habe sie bei seinen Sachen gefunden. Thank you.
Warum hast du unseren Sohn umgebracht, Manfred? Weil er alles kaputt machen wollte. Die ganze Firma, die ich für ihn aufgebaut hatte. Wir hätten eine gerichtliche Untersuchung nicht überlebt. Und er wusste das. Deshalb war er am Anfang dafür, den Marius heimlich zu begraben. Aber dann tauchte diese Frau auf und stellte Fragen und Fragen. Und dann irgendwie bekam er Mitleid mit ihr. Ständig ging er zu ihr. Es war wie eine fixe Idee, fast krankhaft. Bis er es nicht mehr aushielt. Bis er beschloss, ihr die Wahrheit zu sagen. Ja, gestern. Ich habe zufällig gesehen, wie er nochmal hier reinging. Er hatte wieder getrunken. Da bin ich ihm nachgegangen. Ich muss ihm was Wichtiges sagen. Wir treffen uns in 20 Minuten in der Stadt. Sprichst du da? Wieder mit dieser Polin? Ich gehe jetzt zu ihr und sage ihr die Wahrheit. Nein, das hörst du nicht, du bist betrunken. Ich war noch nie so klar. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen es ihr sagen. Nein. Willst du sie umbringen? Und auch draußen begraben? Platz genug ist ja im Hof. Gib die Flasche her und red nicht so mit mir! Warum? Es wird alles an den Tag kommen. Da. Was ist das? Die Mütze von dem Polen. Hat Hasso ausgebuddelt. Das kommt davon, wenn man heimlich Leichen verscharrt. Jetzt lass mich gehen. Der Anschlag auf Frau Gombrowicz. Ich wollte das nicht, Barbara.
Mariusz! Przepraszam, myślałam. Die Mütze. Was ist mit der Mütze? Gar nichts. Entschuldigung. Rautschke! Ja, endlich. Wo steckst du denn? Ich hab mir gerade Utensilien für den Hausputz gekauft. Oh, Mann. Geht nicht rein. Was ist denn? Wir haben Toten. Merseburger Straße, Baufirma Lindner und Sohn. Jan und Maike sind auch schon auf dem Weg. Was mache ich jetzt mit dem Hausputz? Würde man sagen, am besten verschieb sie. Ja, ich komme. Das. Tote heißt Henning Lindner. Der Besitzer der Firma? Erzählt mir, Chef. Die wohnen hier alle zusammen. Mutter mit seiner Frau und seinen zwei Kindern und die Eltern. Wir sind bei der Vorfahrt von den Toten, ja? Und weiter? Na, ich schätze mal Raubmord. Wie es aussieht, hat er irgendwelche Typen beim Einbruch ins Firmenbüro überrascht. Zugeschlagen mit einer Flasche. Da sind noch die Scherben. Bis auf den Flaschenhals. Den muss er mitgenommen haben. Also keine Fingerabdrücke. So ist es. Wann war das Ganze? Vor 2 bis 3 Stunden. Na dann, vielen Dank. Was gibt's denn hier schon zu holen? Das habe ich mich auch gefragt. Büro sollen 1000 Euro fehlen. Wer sagt das? Mein Vater. Und wo ist der? Wir sehen ja Troschko. Danke. Das sind die Eltern. Danke. Entschuldigung. Mein Name ist Troschko. Hauptkommissar Troschko. Mein Beileid. Sie werden verstehen, dass ich einige Fragen an Sie habe. Er war unser einziger Sohn. Herr Lindner, Sie haben ausgesagt, dass Bargeld entwendet wurde. Aus meiner Schreibtischschublade. Und Sie haben Ihren Sohn gefunden? Nein, nein, ich. Ich habe ihn. Ich bin so gegen 7:30 vom Einkauf aus der Stadt gekommen. Irgendwie habe ich gespürt, dass da was nicht stimmt. Als ich da auf den Hof fuhr, ist ein Mann an mir vorbeigelaufen. Würden Sie ihn wiedererkennen? Ja, vielleicht. Er war nicht sehr groß, sein Gesicht. Ziemlich blass, wenig Haare. Fast die Glatze. Herr Lindner, Sie waren während der Tatzeit in der Wohnung. Haben Sie nichts bemerkt? Nein, ich habe Fernsehen geguckt. Verstehe. Ihr Sohn war doch verheiratet. Ja. Meine Schwiegertochter ist drüben bei den Kindern. Also gegen 5. Henning wollte noch mal kurz ins Büro, um zu telefonieren. Gegen 5, sagen Sie. Ihre Schwiegermutter hat ihn 7:30 gefunden. Das sind gut und gerne 2,5 Stunden. Mit 2 kleinen Kindern vergeht die Zeit schnell. Wissen Sie, mit wem er telefoniert hat? Nein, das weiß ich nicht. Ich nehme an, geschäftlich. Hat jemand Feinde? Feinde? Waren das nicht irgendwelche Einbrecher? Ja, wir müssen jetzt erstmal alles berücksichtigen, Frau Lindner. Gab es in Ihrer Ehe irgendwelche Probleme?
Entschuldigung, wir müssen sowas fragen. Nein. Wir haben eine glückliche Ehe geführt. Henning war ein guter Vater. Brauchen Sie mich noch? Nein. Nein, danke, Frau Lindner. Wir finden alleine raus. Vielen Dank. Spusi mitgegeben. Das sind die Sachen, die der Tote bei sich hatte. Brieftasche, Schlüssel und Handy. Sonst noch irgendwelche Erkenntnisse? Nee, doch. Gerichtsmedizin meint, dass er ziemlich getankt hat, bevor er umgebracht wurde. 1,5 Promille, um genau zu sein. Ich habe auch noch was. Der Anschluss, mit dem er kurz vor seinem Tod telefoniert hat, war eine Hotelpension Viola. Viola? Klingt nicht gerade sehr geschäftlich. Hm. Hallo? Henning? Henning? Wo bleibst du? Wer spricht denn da? Hallo? 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 Aufgelegt. Eine Frau hat nach unserem Toten gefragt. Sonst nichts? Polnischer Akzent. Wenn die nach Henning gefragt hat, war es vielleicht eine Geliebte. Würde zum Ehebett passen. Zu was für einem Ehebett? Die schliefen nicht zusammen. Zumindest nicht in einem Bett. Also wenn das so ist, dann überprüft das. Gleich morgen früh. Jetzt ist Feierabend. Das wissen Sie, oder? Wieso? Die Tür war versiegelt. Haben Sie das nicht gesehen? Was suchen Sie? Ich suche nichts. Wirklich nicht. Darf ich? Eine Rechnung. Ausgestellt von der Hotelpension Viola. Warum wollten Sie die beseitigen? Das ist doch ein völlig unwichtiger Wisch. Das ist aber zufällig genau die Adresse, mit der Ihr Mann gestern kurz vor seinem Tod telefoniert hat. Henning hatte eine Geliebte. Eine Nutte aus Polen, die hier in Leipzig ihre Kasse aufbessert. Und mein Mann zahlte ihr das Hotel. Wie heißt diese Frau? Keine Ahnung. Sie wussten aber, dass Ihr Mann gestern mit ihr telefonieren wollte. Gesagt hat er es nicht. War ja auch schon betrunken, nachmittags um 5. Wer aus Ihren Kindern war zwischen 17 und 18 Uhr gestern bei Ihnen? Niemand. Sie glauben, ich habe meinen Mann getötet. Wir glauben überhaupt nichts. Wir würden nur gerne wissen, warum Sie die Hotelrechnung vernichten wollten. Weil ich möchte, dass meine Kinder ein gutes Andenken an ihren Vater behalten. Der Portier sagt, hier wohnt eine Dorota Komodowitz. Das bin ich. Kripo Leipzig. Polizei? Ich bin legal in Leipzig, Touristin.
Kennen Sie einen Henning Lindner? Lindner? Nein, ich weiß nicht. Deutsche Namen sind schwer für mich. Kann es sein, dass Sie in einer Liebesbeziehung zu ihm stehen? Und wenn? Ich hoffe, Liebe ist in Deutschland noch nicht verboten. Seit wann kennen Sie Henning Lindner? Ein bisschen viel Fragen auf einmal, Herr Polizist. Warum wollen Sie das alles wissen? Henning Lindner wurde gestern Nachmittag ermordet. Deswegen will ich das wissen. Ermordet? Gestern wann? Zwischen 17 und 18 Uhr. Wo waren Sie um diese Zeit? In der Kirche. In der Kirche? Ich habe gebetet. Wenn Sie etwas wissen, müssen Sie uns das sagen. Denken Sie nach. Nein, ich weiß nichts. Nichts. Gut, wie Sie meinen. Danke, Frau Gondrowitz. Wiedersehen. Gesagt, wie der Typ ausgesehen hat, der vom Gelände der Firma lief? Wenig Haare, fast eine Glatze. Dinger. Guten Tag, mein Name ist Maybach, Kripo Leipzig. Das ist meine Kollegin Schwarz. Ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie. Kennen Sie die Firma Lindner und Sohn? Nie gehört. Es war komisch, weil Sie nämlich gestern auf dem Firmengelände gesehen wurden. Kann nicht sein. Ich war hier. War den ganzen Tag nicht raus. Weil denn die junge Dame fehlen? Welche Dame? Weil Sie so nett geplaudert haben. Ach, die alte Bekannte aus Bolling. War mal große Liebe. Will einfach nicht kapieren, dass alles vorbei. Herr Cibulski, Sie kommen bitte mit aufs Präsidium. Warum? Das erzählen wir Ihnen dann. Die Schuhe können Sie wechseln, aber lassen Sie die Tür auch von wegen aus dem Fenster und so. Ich rufe eine Streife. Streife? Wozu? Ich komme nicht mit, ich fahre zur Pension und hole die Polin dazu. Ich kenne keine Firma Lindner. Ich weiß nicht einmal, wo die ist. Das ist er. Sind Sie sicher? Herr Cibulski, da steht ein Zeuge, der Sie gestern auf dem Gelände der Firma Lindner gesehen hat. Wenn mich jemand gesehen hat, verwechselt er mich oder er lügt. Was soll ich da gemacht haben? Geld. Es geht um Geld. Sie sind nicht nur der Zuhälter von Frau Gombrowitz, Sie sind auch sonst Komplizen. Das sind doch alles nur Behauptungen. So. Das werden wir ja sehen. Und was ist jetzt? Sie bleiben sitzen! Schon wieder.
Ich muss Sie bitten, mit aufs Präsidium zu kommen. Plötzlich so höflich? Es wird auch nicht lange dauern. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Was haben Sie denn bei Ihrem polnischen Landsmann gewollt? Bei Janek? Janek Cybulski, ganz genau. Janek Cybulski? Was wollen Sie denn von Janek Cybulski? Also gut, wenn Sie es unbedingt wissen wollen.